So, meine lieben Knöchchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Duskwood. Direkt aus dem Wald. Richie ist wieder aus dem Wald rausgekommen und er meint, er muss uns doch nochmal irgendwas schreiben. In der letzten Folge ist er in den Wald reingegangen, hat uns eine Geschichte über diesen Trampelpfad erzählt. Am Ende dieses Trampelpfads befindet sich ein altes Hexenhäuschen, da muss man klopfen. Und wenn man dreimal geklopft hat, dann muss man einfach davon gehen, wieder zurückgehen, nicht laufen und man darf sich nicht umdrehen, egal was passiert. Und das hat er jetzt auch nochmal gemacht, um zu gucken, ob da jemand da ist, ob vielleicht Henna sich da drin versteckt. Und jetzt erfahren wir wohl weiter, wie es weitergeht. So, Tomji, ich glaube, ich habe da noch eine Probleme. Oh, der hat aber schnell geschrieben, ne? Da hat ihn jemand so ein schönes Ding direkt nochmal auf die Garage gemalt, in seine Werkstatt. Ja, im Zeichen des Rabens wieder mal. Okay, das ist definitiv ein Problem. Ja, der hat den kurzen Moment ausgenutzt, wo Richie weg war und hat sich dann da sowas, so ein Ding draufgekriegt. Es ist interessant eigentlich. Ne? Also irgendjemand ist da wirklich hinter uns her oder hinter unserer Gruppe. Hey Jesse. Mal schnell das Bild, jawohl. Gruppenchat. Achso, ich kann auch schreiben. Jesse. Was ist mit Jesse? In der letzten Folge, nee, in der vorletzten Folge war sie ansprechbar, ist sie es immer noch? Jesse ist online. Ach, zum Glück. Bin da. Was ist das denn Schönes auf deiner Garagentür? Diese olle Krankenschwester hat mich auf den Gang verbannt und mir einen Standpauke gehalten. Na ja, irgendwo hat sie recht. Sieh dir bitte mal das Bild an, das Richie geschickt hat. Oh nein! Das kann doch nicht wahr sein! Du wolltest doch glauben, dass die Legende wahr ist. Dass die Legende wahr ist, nicht dass die Legende wahr ist. Nicht witzig, Tomji Tom. Ja, doch ein bisschen. Nein, witzig nun nicht. Es ist wirklich bedenkenserregend. Wie konnte das passieren, kann ich dir erzählen. Irgendjemand ist gekommen und hat das raufgemalt. Ich war ein bisschen gerade in dem Wald. Tja, währenddessen wurde das wohl gemacht. Aber wer ist das denn? Wir stehen ja komplett unter Beobachtung. Im Wald? Nichts sagen, das ist meine Schuld. Er war bei der Mutprobenhütte. Aber andersrum, wenn man aus Duskwood kommt und jemand verschwunden ist, echt jetzt? Dann würde man doch da suchen, oder? Nach einer verschwundenen Person, in dieser Hütte. Sie. Ich wollte es dir lieber nicht sagen, aber naja, ich wollte dich hier damit nicht aufziehen. Aufziehen? Richie meint, er vermeidet es, das Thema aufzubauschen. Stimmt dir, das waren die richtigen Worte, Tomji, danke. Ich will nicht, dass du denkst, ich an diese Legendezeug nicht glaube. Oh Mann, Richie! Zurück zum Thema, was machen wir jetzt? Was soll er machen? Sauber machen oder was, ne? Ach, was war denn das nochmal? Genau, dann wird er als nächstes entführt. So war das, ne? So war das. Sobald das gekommen ist, angemalt worden ist, wurde man entführt. Ich glaube, dieser Moment ist gekommen, die anderen mit in die Legendeboote zu holen. Ich glaube auch, Tomji Tom. Ich stünde mit einer anderen Meinung sowieso alleine da. Ja, lass uns den anderen davon erzählen. Also stimmt, nur mal um es zurückzuholen, die Erinnerung, sobald man das ein Zeichen des Raben gewesen ist, beziehungsweise der Raben an der Tür direkt gekritzelt worden ist, egal welcher, ob es jetzt eine Garagentür war oder eben halt normale Türen, Haustüren, Wohnungstüren, Gartentüren, Toilettentüren, Dixi-Klo, nein, egal. Auf jeden Fall ist es so, dass du dann dran warst. Dann wurdest du geholt von dem Mann ohne Gesicht, der dich dann in den Wald entführt. So ist die Legende. So, wer hat denn da gerade jetzt hier, wer war das denn jetzt gerade? Hier, Clio hat ein neues Bild reingemacht, ne? Clio. Mal sehen. Leute. Nochmal anmachen müssen wir es ja nicht, ne? Das habe ich an meine Garagentore gefunden. Thomas ist nun online. Ob Thomas darüber was weiß?
Oha, das sieht ja übel aus. Hat es jemand auf dich abgesehen, Richie? Ist das etwa Blut? Wir müssen euch was erzählen. Tom, Richie und ich haben uns letzter Zeit intensiv mit den Duskwood-Legenden beschäftigt. Ist das peinlich? Wir haben auch einen guten Grund dafür. Aber wir hätten aber mal nichts sagen können, wäre auch mal gut gewesen. Ja. Das hat damit begonnen, dass Alfie Cleo erzählt hat, dass Hannah vom Mann ohne Gesicht in den Wald gebracht wurde. Was? Ich hätte dir das schon noch erzählt, Thomas. Das stimmt. Cleo war besorgt, aber skeptisch. Wenn hier Sachen geheim gehalten wurden, dann nur, um niemanden zu beunruhigen. Ja, aber das Problem ist, den Alfie wird ja eh nie geglaubt, ne? Korrekt. Daraufhin hat Tom mich ins Boot geholt. Und ich wiederum Richie. Sorry, hab das nicht ganz mitgekriegt. Was macht ihr genau? Deine Schwester finden, Lilly. Was denn sonst? Wir glauben, dass der Mann ohne Gesicht etwas mit Hannahs Verschwinden zu tun hat. Es käme nur theoretisch in Frage. Ich mach dann nur mit wegen Jesse, ist klar. Nichts sagen. Was gäbe es denn dem noch hinzuzufügen? Und diese Spur gehen wir nach. Ihr kennt ja alle die Legende. Ja, dies ist ein Zeichen des Raben, das meine Garagentor schmuckt. Das bedeutet, dass Richie markiert wurde. Das heißt jetzt tatsächlich, dass Richie in Gefahr ist? Dass er als nächster geholt wird, verstehe ich das wirklich richtig? Ja, korrekt. Das kann ja alles Mögliche bedeuten. So ein Unsinn. Verabschiedet euch jetzt schon mal von Richie. Ach, kommt schon. Komm, man hätte auch ein Smiley, so ein Emoji noch zu machen können. Wow, Tommy, ich lese hier immer noch mit dir. Ich wette, das ist nicht mein echtes Blut. Ich fass es nicht. Cleo, und du wusstest davon? Und Jesse, wolltest du dich nicht eigentlich raushalten? Und jetzt rennst du wirklich mit diesen Armmärchen hinterher? Wir versuchen dir zu helfen. Huch, das war mein Handy, Dingsklingelbums. Für mich sehen es aber so aus, als würdet ihr nur alles schlimmer machen. Hannah hat ein Bild vom Zeichen des Rabens. Nur weil du nicht mitbekommen hast, was wir tun. Nichts zu tun wäre das Schlimmste. Das sehe ich genauso. Lass uns das mal nicht mit Raben so weiter aufbauschen, erstmal. Vielleicht liest der Feind ja mit. Ausgerechnet du wendest jetzt was ein, Tom? Cleo ist wegen dir in Gefahr geraten. Die Drohung diesen Erden ging einzig und allein an dich. Früher oder später hätte das Video von jedem von uns geschickt. Ich will nicht,
dass Tommy Tom bei uns bleibt. Oh, was? Was? Ja. Okay, Lilly. Mach dich fast nicht verdächtig. Ich bin wahrscheinlich der ganzen Sache nah auf der Spur. Merkt ihr nicht, was hier passiert? Ihr drängt den Entführer regelrecht dazu, noch weiterzugehen. Ihr müsst euch doch nur anhören, was in diesem Video gesagt wird. Wenn Tom Jeton nicht geht, wird es immer schlimmer. Okay, tschüss. Das stimmt nicht. Du willst echt auf den Entführer hören? Ich glaube, dass vielleicht Lilly was damit zu tun haben könnte. Ah, ich mach jeden für dich. Ich glaube, wir sind ja alle ein bisschen angespannt. Vielleicht sind wir einfach zu nah dran. Schau dir einfach dein Garagentor an, Richie. Ich möchte eine Abstimmung. Oh, sind wir jetzt im MC, wa? Lilly, bist du dir da wirklich sicher? Ja. Ihr müsst euch entscheiden, auf welcher Seite ihr steht. Was habe ich dir denn getan? Meine Seite ist die richtige. Deine Forderung ist absolut lächerlich. Komm, wir tun mal ganz lieb jetzt. Was habe ich dir denn getan? Du bringst das Leben meiner Schwester in Gefahr. Seid ihr auf der Seite von Tom Jeton, seid ihr gegen mich. Oh Mann, wie kann man nur so radikal denken? Überlegt es euch gut. Das kommt mir vor wie in Deutschland hier, ey. Da denkt man auch so, seid ihr auf der Seite von denen, dann seid ihr rechtsradikal. Neuer Top-Verdächtige, Lilly, die Schwester der Vermissten. Weh, ihr haltet nicht zu mir. Ihr werdet schon das Richtige tun. Andersrum geht uns das ja nichts an. Wir wurden ja einfach zugeholt, weil irgendwie die Nummer irgendwie da Thomas gekriegt hat. Ach so, jetzt hauen sie auch alle ab. Leute? Ihr wisst, wie wichtig ich bin. Das ist hier schon eine ernste Sache, Tommy. Dann gib uns eine wenige Bedenkzeit. Das sind wir Lilly schuldig. Ich sehe es mittlerweile genauso. Das stimmt. Ich sehe es mittlerweile genauso, dass Lilly sich immer ein bisschen verdächtiger macht. Mit so etwas. Es ist nicht das erste Mal, dass es irgendwelche Stories gibt, wo die Schwester mit dem Verschwinden zu tun hat. Hat jeder darüber nachgedacht? Mit dem Verschwinden der anderen Schwester zu tun hat? Denkt man nur an gefriendzoned. Denkt nur mal daran. Habe ich und ich bleibe. Merkst du immer noch nicht, was für ein Fehler du begehst? Sag mal nichts dazu. Wir können ja auch nicht so aggressiv sein, einfach. Natürlich habe ich darüber nachgedacht. Tom, Tom darf auf gar keinen Fall gehen. Ich liebe dich. Oh, warte mal, wir müssen mal kurz Pause machen. So, meine lieben Kinder, ich denke einfach mal, das war's erstmal für heute. Lasst sie doch erstmal abstimmen. Und wie sie denn an sich entscheiden werden, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es wäre gemein, wenn sie gegen uns stimmen würden. Jesse haben wir ja schon gesehen, stimmt für uns. Und den Rest sehen wir in der nächsten Folge. Ja, bis dann, ciao.